Zuschauer, herzlich willkommen zu den Dave Talks. Bei mir ist Gerhard Alles von den Schürer und Fleischer Immobilien und wir reden über Heidelberg, Karlsruhe und Mannheim. Wir fangen mal mit Heidelberg an. Schön, dass Sie erstmal da sind. Freut mich, Sie hier in Berlin zu sehen. Wie ist denn momentan so das Jahr verlaufen? Ja, das Jahr speziell in Heidelberg ist so verlaufen, dass wir jetzt in 2021 doch stark spüren, dass hier Rückgänge sind. Das ist nicht alleine Corona-bedingt, sondern das hängt auch damit zusammen, dass verschiedene Großprojekte fertiggestellt waren in den Vorjahren und dass wir Umstrukturierungen haben, Handel zum Beispiel. Also das spürt man stark. Vom Volumen her in der ganzen Rhein-Neckar-Region sagt man, dass es bis zum 30.06. dieses Jahres ungefähr die Hälfte des Vorjahresvolumens nur war. Im Vergleich zu 2019 sogar nur ein Drittel des Marktvolumens. Es bleibt jetzt abzuwarten, was der Rest des Jahres, der freier ist, was hier geschieht. Die Investoren fassen wieder mehr Mut und das wird spannend. Kann man irgendwelche Auswirkungen durch Corona sehen? Sind da irgendwelche Entwicklungen? Ja. Sicher spürt man das. Wenn Sie Heidelberg nehmen, Heidelberg ist die Touristenstadt. Heidelberg ist begehrt bei Touristen, aber auch bei der Wirtschaft. Und Touristen sind ausgefallen. Corona hatte das Reisen verboten. Insoweit war die Innenstadt, die Hauptstraße in Heidelberg verwaist. Das merken die Einzelhändler. Dann haben wir die Umstrukturierungen im Handel. Gerade wenn Sie an die großen Kaufhauskonzerne denken, die auch in Heidelberg präsent sind. Hier gibt es Umstrukturierungen, das heißt Verkleinerungen oder Mehrfachstandorte werden zusammengefasst. Also das sind große Aufgaben. Die Stadt reagiert mit neuen Konzepten und die Investoren machen sich Gedanken über Umnutzung. Jetzt haben Sie so ein paar Sachen schon angesprochen. Kommen wir vielleicht mal so in den Gewerbebereich. Ja. Wie lief es da? Also wenn wir Gewerbe sehen als den Bereich mit Büros und auch Light Industrial, das heißt gewerblich genutzte Immobilien, hier ist nach wie vor eine starke Nachfrage da, denn Heidelberg hat nur begrenzte Kapazitäten. Das hängt zum einen mit dem grundsätzlichen Angebot zusammen. Es hängt aber im Weiteren auch damit zusammen, wie aktuell ist das, was wir im Bestand haben. Da gibt es Überalterungen. Es gibt Umstrukturierungen in der Wirtschaft. So gibt es zum Beispiel Konversionsflächen, die Heidelberger Druck, ein Traditionsunternehmen, hat ja durch die Umstellung auf digitalen Druck hier auch Veränderungen. Da kommen Flächen in den Markt rein. Wir haben den Springer Verlag, wo Flächen frei wurden, weil es auch hier Veränderungen gibt. Da ist Bewegung drin. Zusammengefasst führt es aber zu weiterhin stabilen Mieten und Preisen, weil das Angebot weiter knapp, Nachfrage hoch ist. Wie ist das beim Bereich Mieten und ja, für Privatpersonen vor allen Dingen? Ich hatte eingangs gesagt, der Heidelberg ist begehrt, nicht nur bei Touristen, sondern wir haben die große Hochschule. Wir haben etliche Forschungseinrichtungen. Wir haben gerade im Bereich Life Sciences, also alles, was sich um Medizin, Pharma dreht, hier eine sehr aktive Wirtschaft. Da ist Nachfrage da. Und die ganzen Studenten, Ruprecht-Karls-Universität, eine der größten Universitäten der weiteren Umgebung, die verlangen Behausung, also die brauchen also ihre Studentenbude. Und insoweit ist in allen Bereichen eine hohe Nachfrage, die kann nicht befriedigt werden. Wir haben Projekte wie die Bahnstadt, das hat hier Entlastung geschaffen, das genügt aber nicht. Zum Glück gibt es Lösungen. Wollen Sie uns die Lösung gleich verraten? Ja, also die Stadt hatte auch hier einen Strukturwandel, weil die amerikanischen Streitkräfte abgezogen sind und es gibt etliche Quartiere, kann man fast sagen. Allein, wenn wir das Patrick-Henry-Village nehmen, das sind 144 Hektar Fläche, die frei geworden sind. Das ist ein Projekt, was die Stadt sich vorgenommen hat, zu erschließen in den nächsten Jahren, 10, 15 Jahren, das muss man abwarten, was Entlastung schaffen kann. Aber es genügt nicht und es ist jetzt nicht verfügbar, heißt, Preise sind weiter hoch. Preise beim Kaufen und beim Mieten? Genau, genau. Also wir haben stolze Preise, wenn wir im Wohnbereich, sie gehen beim Neubau Quadratmeterpreise bis zu 9.000 Euro im Neubau. Im gebrauchten Sektor, je nach Qualität, müssen Sie 7.500 bis 8.000 Euro anlegen und die Mieten im Schnitt, also wenn Sie sehr gute Lagen haben etc., bewegen wir uns im Bereich von 20 Euro. Ja, alles, lassen Sie uns mal auf die nächste Stadt schauen, das wäre dann Mannheim. Ja. Was gibt es da so an Neuigkeiten? Also Mannheim. Mannheim ist das Herz der Rhein-Neckar-Region und das sollte man sich klar machen, wenn man Mannheim betrachtet. Die Rhein-Neckar-Region ist ein Zentrum mit 30 Forschungseinrichtungen, 22 Hochschulen. Sie haben 150.000 Unternehmen
von den kleinen bis zu den großen neuen DAX-Unternehmen. Viele davon haben ihren Sitz in Mannheim, das heißt, da ist eine immense Wirtschaftskraft vorhanden. Und Mannheim hat jetzt in der Pandemie, ähnlich wie Heidelberg, auch hier Rückgänge in den Transaktionen. Hängt aber damit zusammen, dass Großprojekte in 2019 und 2020 abgeschlossen waren. Glücksteinquartier, Kepler-Quartier, die ganze Gegend um den Bahnhof. Und der Markt war gezeichnet eher von Portfolio-Umstrukturierungen von Fonds oder auch von Umstrukturierungen bei Firmen. Insgesamt ist der Markt so, dass auch hier Nachfrageüberhang da ist, weil man in Mannheim in den letzten Jahren kaum Neubauprojekte im Bereich Wohnen speziell realisieren konnte. Wie sieht das so im Gewerbebereich aus? Einzelhandel, hat man da unter Corona gelitten? Ja. Gibt es was? Das ist eigentlich ein spannendes Ergebnis, gerade wenn Sie den Einzelhandel betrachten. Mannheim hat auch dort eine zentrale Funktion für die Region. Mannheim ist Einkaufsstadt, egal ob aus der Pfalz oder aus dem badischen Teil. Und die Geschäfte profitieren davon. Das heißt, diese Abflachung ist viel schwächer ausgefallen wie in manch anderen Orten. Touristen spielen hier weniger eine Rolle, sondern es geht wirklich um Grundversorgung der Bevölkerung im weiten Umkreis. Es gibt im Einzelfall Probleme wie überall, aber es verläuft relativ stabil. Leichte Senkung der Mietpreise, das bleibt zu beobachten. Begleitung durch die Umstrukturierung im Kaufhauskonzern, zum Beispiel ein großer Kaufhof, der im Moment zu einem Projekteur ging, um innerstädtisch neu entwickelt zu werden. Wie sieht es am Mietmarkt aus? Sind da auch irgendwelche Verschiebungen zu sehen? Am Mietmarkt ist es so, dass hier auch stetige Steigerungen sind. Wir bewegen uns zwar nicht ganz auf dem Niveau, wie wir es in Heidelberg zum Beispiel haben oder auch in Karlsruhe, aber dadurch, dass wenig gebaut wurde, ist auch hier der Mietpegel hoch. Wir haben viele Studenten auch. Aber auch hier gilt, dass die Stadt die Möglichkeit hat, durch Konversionsflächen Abhilfe zu schaffen, aber das geht nicht von jetzt auf morgen. Das heißt, es bedarf Zeit. Gibt es denn irgendwelche großen Projekte, die vielleicht schon angeschoben sind? Ja, wir haben in Mannheim auch eine riesige Kaserne, Benjamin Franklin, und die wird umentwickelt in Wohnen, aber auch Gewerbe, denn es gibt ein Strategiepapier, was vorsieht, dass man nicht nur Wohnen macht, sondern dass man hier eine Mischung, eine innovative Mischung aus Gewerbe und Wohnen fördert. Und das wird einige Jahre in Anspruch nehmen. Es gibt andere Bereiche, wo man günstigen Wohnraum realisieren will. Es gibt die Spinelli Barracks. Dort hat man eine Entwicklung. In 2023 wird auf dem großen Gelände, das ist ein Übungsgelände etc. sonst was, die Bundesgartenschau abgehalten. Und das nimmt man zum Anlass, auch dort innovatives Wohnen und Arbeiten zu entwickeln. Also Lösungsansätze, die dazu führen, dass sukzessive hier die Nachfrage vielleicht etwas verbessert werden kann, was die Preise weiter hochhält. Dann schauen wir jetzt mal auf die letzte Stadt, auf Karlsruhe. Wie ist da die aktuelle Lage? Ja, Karlsruhe, die Fächerstadt, eine der größten Universitäten Deutschlands und auch Sitz des Bundesverfassungsgerichtes etc. Dort ist die Situation so, dass wir nach wie vor hohe Nachfrage haben, stabile Preise haben. Wir haben eine absolute Knappheit bei den Objekten. Das rührt daher, Karlsruhe kann nicht mehr wachsen. Karlsruhe ist etwas gefangen, möchte ich fast sagen, in seinen eigenen Grenzen. Ist darauf angewiesen, mit Rand oder Anrainern, die in den umliegenden Gemeinden, zu kooperieren und eine Innenstadtentwicklung nach vorne zu treiben. Karlsruhe hat, wenn wir es auch vergleichen, jetzt die Entwicklung Corona, gab es Auswirkungen, aber die viel schlimmere Auswirkungen auf den Handel zum Beispiel hat die sich lange hinziehende innerstädtische Baustelle der U-Strap. Das ist die Verlegung einer Straßenbahn, teilweise in unterirdische Kanäle, die jetzt schon einige Jahre länger dauert, wie eigentlich geplant. Und das geht zulasten der Einzelhändler. Das hat auch massiven Druck auf die Mietpreise im Handel ausgelöst. Das kombiniert mit Corona hat leider dazu geführt, dass es Leerstände gibt und dass auch hier hoher Überarbeitungsbedarf ist. Schauen wir nochmal genauer auf den Gewerbebereich, Einzelhandelbereich. Ja. Bürobereich, hier gab es umfangreiche große Projekte, gerade auch auf den Flächen des ehemaligen Güterbahnhofs, wo es Eigennutzer gebaut haben oder teilweise jetzt auch noch in Fertigstellung sind. Diese Flächen werden vom Markt aufgenommen. Das führt auch dazu, dass wir recht stabile Preise haben, auch recht stabile Mieten haben in diesem Bereich. Und
Es gibt keine Ersatzflächen dabei. Das heißt, da bieten sich Investitionschancen für außenstehende Investoren, existierende Flächen, die überaltert sind, zu aktualisieren, denn Nachfrage ist da. Das KIT, das Karlsruher Institut für Technologie und die Hochschule produzieren regelmäßig Ingenieure, Startups, die Platz brauchen. Auf den Mietbereich mal geguckt, ja. Wie sieht das da aus? Also wenn wir uns den Mietbereich mal konkreter angucken, wir liegen im Bestand beim Wohnen im Schnitt so bei 12,50 Euro. So, wenn wir in den Neubaubereich gehen, dann liegen wir ungefähr bei 16 Euro. Bei Kaufpreisen sind wir im Schnitt so bei 4.600 Euro. Wir laufen aber in der Spitze bei Neubauten hoch bis 6.500 oder gar 7.000 Euro, die man schon hört. Das ist ein Zeichen dafür, dass es einfach knapp ist. Aber die Nachfrage ist ungebrochen und es geht weiter. Gibt es irgendwelche neuen Projekte, die vielleicht auch schon kommen? Die Stadt hat sich im Wesentlichen auf eine Intensivierung, eine bessere Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen gestellt. Es geht darum, man versucht es mehr in den Mehrfamilienhausbereich auch reinzuleiten, denn Flächen für Einfamilienhäuser zu verwenden. Also es gibt da Streuungsprozesse. Man lokalisiert auch brachliegende gewerbliche Flächen, Mischgebiete, die man eventuell umnutzen kann und einer Wohnnutzung zuführen kann. Es gibt aber hier keine größeren Konversionsflächen, wie wir es aus anderen Städten kennen. Wenn wir jetzt nochmal so vergleichen, Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe, ja. Welche Stadt hat vielleicht am meisten Potenzial, kann man sowas sagen? Vom Potenzial her sich, ich will es mal auf die Asset-Klasse nehmen. Wenn Sie Büro nehmen, würde ich jemand anraten, dass er sich dort umschaut bei Bestandsgebäuden, die er ertüchtigt, weil dort eine ungebrochene Nachfrage auf Dauer da ist. Im Bereich Heidelberg kann das sowohl in diesem Bereich gehen als auch im Wohnbereich. In Heidelberg ist es selbst so, dass im Bereich Hotel Nachfrage durchaus von Investoren besteht, Aktualisierungen oder Hotels noch zu bilden, selbst wenn gebaut wurde. In Mannheim ist das Thema Wohnraum in mittleren Qualitäten aus dem Bestand umzuformen, den Markt nochmal zuzuführen und auch Büros wieder zu qualifizieren. Das sehe ich Chancen. Das ist ungefähr so die Reihenfolge. Das heißt, wenn wir so einen kleinen Ausblick mal wagen oder in die Zukunft schauen, es besteht interessante auch in Investmentmöglichkeiten, interessante Investmentmöglichkeiten? Es sind Investmentmöglichkeiten da. Ich würde mich in diesen drei Städten umgucken. Von der preislichen Attraktivität sehe ich Mannheim etwas vorne, weil es hier noch höhere Renditechancen bietet. Karlsruhe ist mit die teuerste Stadt und Heidelberg auch, je nachdem, in welchem Bereich sie sich bewegen. Also sehe ich in Mannheim hier noch mehr Möglichkeiten, Geld zu verdienen, Chancen zu nutzen. Und das DAVE-Netzwerk bietet da eine gute Möglichkeit, dass man vor Ort sich auch umschauen kann. Genau. Das DAVE-Netzwerk ist, schätze ich, weil die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Bundesraum es ermöglicht, Investoren, Käufer wie Verkäufer zusammenzuführen und dann vor Ort beratend tätig zu sein und die zu begleiten. Das funktioniert sehr gut. Wir haben regelmäßig hier konkrete Geschäftsaustausche mit Kollegen in Berlin, München, wo auch immer und können so den Kunden sehr gute Leistungen bieten. Sagt Gerhard Alles von Schürrer und Fleischer Immobilien. Vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren. Danke, Herr Koch. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.